Hallöchen zu einem neuen Video. Heute, wie ihr in der Videobeschreibung lesen könnt, geht es um meinen Kyosho. Das soll so eine Art Review werden, weil mich halt immer extrem viele Leute fragen, ja, was das Auto für Schwachstellen hat, wie es ist, wie es sich fährt, wie Ersatzteile sind, wie man es umbaut, bla bla bla. Und da dachte ich mir, mache ich einfach mal so eine Art, ja, ich werde es, denke ich, mal Review nennen. Mal schauen. Aber sag mal meine Meinung halt dazu, wie das alles so ist. Und ja, wo fange ich eigentlich mal an? Also erstmal ist es ein Kyosho MP 7,5 Sport 2. Den habe ich extrem günstig bekommen als Verbrenner. Der fuhr auch noch als Verbrenner, also wäre noch gefahren. Dann habe ich den komplett zerlegt und umgebaut zum Brushless. Anfangs mit dem Absima Conversion Kit und dann, als ich mit Benny ein, was waren das, ein VE Raceback als Roller und zusammengelegt haben und uns die Teile geteilt haben, habe ich dann einiges nachgerüstet. Ja, was ist jetzt anders? Also auf jeden Fall, was als erstes auffällt, natürlich das Akkufach mit Reglerhalterung, Motorhalterung und Radioplatte. Vorher sah das bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe ja immer wieder mal ein bisschen was verändert. Ja, das ist jetzt vom VE. Das ist vom VE. Motorhalter ist noch von Absima. Der hält eigentlich noch ganz gut. Ansonsten ist der eigentlich Stock schon die ganze Zeit. Dämpfer habe ich mal ausgetauscht, die sind mir mal gebrochen. Hinten ist mir einer gebrochen, da sind jetzt welche drinne von Inferno Neo 2.0, glaube ich, waren das Dämpfer. Die sind zwar aus Kunststoff, haben eine Metallkappe und Metallrändelmutter, funktionieren aber echt prima. Bin mega zufrieden mit den Teilen. Stabi-Set habe ich nachgerüstet vom VE. Was noch? Die Querstreben habe ich getauscht gegen Kunststoff. Waren vorher aus Metall drinne, die habe ich dann gegen Kunststoff getauscht, weil es halt noch ein bisschen mehr nachgibt. Und das war's im Prinzip. Elektronik fahre ich hier mittlerweile ein Huch, ja, ist magnetisch. Ein Turnigy TGY, was ist das? 1501 High Torque, das hat glaube ich 17 Kilo. Top Servo, funktioniert einmal frei, erfüllt seinen Zweck. Motor ist ein Tekin T8, die Truggy-Version, also die ist ein bisschen länger, die Kanne hier. Der 2250 kV. Regler ist ein Hobbyring X-Run, glaube ich. Bringt die immer durcheinander. Hobbyring sind echt mit ihren Namen da. Regler, der wurde in Pink lackiert. Die Kombo habe ich damals vom Nathan abgekauft. Und ansonsten ist soweit alles Stock. Kaputt, na gut, ich habe noch ringsrum CVD-Wellen verbaut. Vom MP9, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ja. Viele waren ja der Meinung, das ist halt ein extrem altes Auto und bla bla bla. Ja, ist es, aber. Und viele meckern halt auch, dass die Kyosho-Buggys sich nie weiterentwickelt haben. Ja, das ist richtig, aber ob das unbedingt ein Nachteil ist, weiß ich nicht, weil so gibt es en masse Teile. Original von Kyosho unverschämt teuer, wie ich finde. Aber es gibt da so ein paar Ausweichmöglichkeiten, so ein paar Shops bei eBay und sowas, wo man sowas dann immer gut ersteigern kann. Ja, also Defekte hatte ich bis jetzt Stoßdämpfer. Eine Chassisplatte war krumm. Das vordere Diff hat einen Geist aufgegeben. Und was war's noch? Die Kardanwelle hier, also die CVD, die von vorderen Diff zum Mitteldiff geht, die war mal krumm. Und das war's. Oder? Muss ich nochmal überlegen? Ja, ich glaube, das war's. Also. Das waren eigentlich die einzigsten Ausfälle und ich verliere ständig diese E-Clips. Da komme ich gleich nochmal zu. Die verliere ich irgendwie ständig, keine Ahnung warum, weshalb, wieso. Ist wahrscheinlich meiner Fahrweise zu verschulden. Ansonsten
Und ein Kugellager halt, ich glaube, das oder das hier war mal defekt. Ansonsten laufen die Kugellager auch alle wie geölt, wie man so schön sagt. Regler habe ich mir beim Video am Strand, bei dem Beach-Bash-Video, habe ich mir den Schalter, der hat eigentlich hier an der Seite geklebt. Den hat es mir zerhauen, ist dann hier drunter gerutscht und hat dann, er ist halt erst im Eimer. Also ich kann nicht mal einen ausschalten, da kommt auch bald ein neuer rein. Ritzelmäßig, hier ist glaube ich ein 43er Hauptzahnrad und ein 19er oder 17er Ritzel habe ich es hier drauf. Ein 16er. Ja, Speed, keine Ahnung, noch nie wirklich gemessen. Ich habe es einmal im Schnee gemessen. Da waren es 75, 4S, also ich fahre fast nur 4S. Der Motor kann auch 5, also der Motor kann bis 5S, verträgt aber auch 6S. Motor bin ich rundum zufrieden. Top-Teil, kann ich echt nicht klagen, hat Power in jeder Lebenslage. Funktioniert einwandfrei, Regler habe ich auch keinerlei Probleme gehabt bis jetzt, außer dass der Lüfter ab und zu mal ihn weg hat, aber solange nicht übertrieben heiß wird, ist das alles okay, würde ich sagen. Tja, ihr seht, hier sind ein paar Teile schwarz, ein paar Teile blau. Die schwarzen Teile sind vom VE. Die habe ich nach und nach mal ausgetauscht, aber dann dachte ich mir, scheiß drauf, solange es nicht kaputt geht, lasse ich so. Querlenker sind mega stabil. Da habe ich noch keinen Bruch gehabt. Ihr seht ja, die sind schon ziemlich angeritzt und alles, aber funktionieren einmal frei. Chassisplatte musste ich mal tauschen. Die war dann hier vorne gerade. Die geht ja hier so schräg runter. Die habe ich irgendwie gerade bekommen. Durch Springen. Ja, ansonsten die üblichen Kanten halt. Hier hinten ist wieder ein bisschen eng. Dadurch hatte ich mir schon mal das vordere Diff zerstört, weil diese Ausbeulung für die Zahnräder, die war komplett weggeschliffen. Und dann hat das Diff drinnen geschliffen, hat es die Zähne rund gemacht. Das ist halt irgendwie das Einzigste. Sonst ist das Auto wirklich tippitoppi. Also ich habe noch nie Probleme gehabt mit dem Auto. Mudguards habe ich noch nachgerüstet. Oh, bin ich nicht im Bild. Den Regler habe ich hier nochmal mit einem Kabelbinder befestigt. Der ist zwar festgeklebt, aber ich habe den schon mal verloren durch die Sprünge. Deswegen habe ich den nochmal gesichert. Die Strapsen im Pink, dachte ich mir, passen optisch gut zum Regler. Die habe ich bei eBay für 1 Euro oder irgendwas gekauft. Habe ich die abgeschnitten und hier umgenäht. Somit sind die perfekt passend. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich, ich finde es der perfekte Low-Budget-Buggy, weil den bekommt man echt als Verbrenner für 70, 80 Euro. Dann holt man sich das Conversion-Kit für ungefähr 30 Euro, eine Kombo und ein Servo rein und fertig. Funktioniert tipptopp. Oder man guckt halt bei eBay, da gibt es so ein paar Shops. Da kann man echt gute Schnäppchen machen. Ich habe zum Beispiel eine Karo für 2,50 Euro, eine Chassisplatte für 3 Euro und und. Also ich habe ein Mega-Ersatzteil-Paket hier noch rumliegen für das Auto, obwohl ich bis jetzt noch nicht viel gebraucht habe. Macht echt mega Laune, das Auto. Viele denken ja immer, dass das Ding total Schrott ist nach meinen Videos, aber dem ist überhaupt nicht so. Meistens ist es mein Verschulden. Das ist dann, wie das letzte Video ist, was ich davon hochgeladen habe. Das war ja relativ kurz. Das lag daran, dass die Schrauben sich hier gelöst hatten von der Radioplatte. Dadurch konnte er nicht mehr richtig lenken und ich hatte alles mit, außer einen Kreuzschraubenzieher. Ja, blöd gelaufen. Habe ich es mit einem Schlüssel, den ich einstecken hatte, also mit einem Haustürschlüssel, nochmal festgezogen. Aber das hat halt auch nicht lange gehalten. Shit happens. So viel eigentlich so zum Auto. Sondern es ist halt wirklich nichts kaputt, wie gesagt. Also es hält alles wunderbar. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, hier ist ein bisschen Spiel in der Lenkung, aber sonst ist wirklich alles straff und fest. Kein Spiel nirgendwo. Die Kugellager sind echt super. Heckspoilerhalter, perfekt. Da kann man sich dran aufhängen. Wie gesagt, bis jetzt war noch nichts dran.
Was kann man noch sagen? Ja, das ist ein Kunststoffritzel hier. Das hält aber einwandfrei. Das hat kaum Abnutzungsspuren. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das werde ich bald tauschen müssen, aber nein, es funktioniert. Ja, so viel eigentlich so zum Auto und zum Chassis. Wie gesagt, ich will jetzt kein riesen Review machen, was 2 Stunden geht. Da bin ich nicht der Typ für. Halt das, was wichtig ist, sage ich euch. Das Einzige, was ihr machen müsst, wenn ihr den als Verbrenner holt oder auch den Raceback, das bei dem ebenso, ihr müsst die Diffs auf 4 Spider umrüsten. Die haben nur 2 Spider. Das müsst ihr machen. Ansonsten Mitte sperren natürlich, vorne ein bisschen sperren, hinten ein bisschen sperren und dann habt ihr Fun mit dem Auto. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Kommen wir mal zu den Karos. Also, ja, zu der Karo, die ja eigentlich üblich ist für das Auto. Und Heckspoiler. Karo habe ich 2. Einmal die und einmal die. Die hat schon ordentlich gelitten hier. Ist komplett verkleidet mit Panzertape innen drin. Die ist auch schon ein bisschen vorbereitet. An den Stellen, wo es halt eng wird. Die Karo finde ich persönlich optisch mega geil. Ich stehe da voll drauf. Das war auch eigentlich so der Kaufgrund für mich bei dem Auto. Viele hatten mir damals davon abgeraten. Aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich den optisch einfach mega geil finde. Das ist ein extrem breiter Buggy. Die Karo ist auch durchdacht, sage ich mal. Die passt hier richtig, passt genau. Hier habt ihr Lüftung für Regler, hier ist Lüftung für Servo und hier für Motor und hinten kann die Luft dann wieder raus. Das finde ich richtig gut. Ich hatte noch nie Hitzeprobleme bei dem Auto. Stabilität ist, ja, kann man machen. Ist ziemlich steif, hält auch einiges aus und ist halt extrem teuer. Also bei der Karo müsst ihr echt gucken, dass ihr was zum Ersteigern findet oder so, weil sonst ist die echt unverschämt teuer. Die kostet, glaube ich, bei Kyosho direkt 75 € oder sowas ohne Heckspoiler. Das ist echt krank. Heckspoiler habe ich auch noch 2. Einmal den und einmal den. Der hat schon ordentlich gelitten. Der ist schon richtig weich geworden irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber hält auch. Passiert nichts. Hier ist noch der, der ein bisschen neuer ist. Da ist bloß hinten die Kante hier ein bisschen gebrochen. Sonst auch alles tippitoppi. Kann man alles machen. Dann zum Riesenproblem bei meinem. Ich weiß nicht, ob der Motor so krass ist oder ob das allgemein Kyosho-Problem ist. Der frisst Reifen. Ohne Ende. Das sind nagelneue Kamikaze von LAP. Die haben eine Fahrt hinter sich. Nicht viel Asphalt, also mehr Rasen und Kies. Und sind halt komplett runter schon. Und das ist ein hinterer Reifen, das ist nicht von vorne, das ist von hinten. Ja. Deswegen fahre ich meistens Billigreifen, weil ich halt irgendwann keinen Bock mehr hatte, ständig neue Reifen zu holen. Ich habe sämtliche Firmen durchprobiert. Ich hatte Proline, ich hatte Lois, ich hatte. Ne, Lois hatte ich nicht für einen Kyosho, glaube ich. Ne, Lois hatte ich nicht. Ich hatte Proline, ich hatte LAP, noch andere. Ich hatte alle möglichen Reifenfirmen. Ich habe jetzt erst, glaube ich, 8 Sätze Reifen wegschmeißen müssen, weil sie waren erstens platt gefahren und zweitens das andere Problem, das liegt aber an meiner Fahrweise, die Felgen waren alle im Eimer. Ich kann euch das hier mal zeigen. Bruch, Bruch, gebrochen. Das sind jetzt Konrad-Reifen, die fahre ich eigentlich nur, weil das Profil ist richtig geil. Es fährt sich auch nicht ab. Das sind die einzigen Reifen, die eine Weile halten, aber die Felgen sind nicht absoluter Müll. Hier dasselbe, gebrochen, hier gebrochen, gebrochen, an der Seite gebrochen, hier vorne gebrochen. Das liegt aber wahrscheinlich immer an meinen Sprüngen. Dafür sind die Reifen halt einfach nicht gemacht. Hier ist genauso wieder gebrochen, gebrochen. Und so zieht sich das so hin. Davon habe ich jetzt noch 4 Sätze hier zu Hause. Die sind alle schon wieder im Eimer. Ich fahre sie aber so lange, bis sie wirklich der Stern wegfliegt. Ich habe immer noch einen Satz im Rucksack, wenn ich unterwegs bin. Ja, lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man so fährt, bin ich der Meinung. Ich habe bis jetzt noch keine Reifen gefunden, die
in Ordnung sind, die ich länger fahren kann. Was kann ich noch sagen zu dem Auto? Wiederersatzteilversorgung habe ich schon gesagt. Abnutzung, also von der Qualität her, ist das echt mega geil. Also, wenn ich euch jetzt hier zum Beispiel, der ist jetzt nicht geputzt, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen. Hier ist halt nichts verschlissen oder so. Also, die Outdrives und sowas sind alle noch tipptopp. Da kann man echt nicht meckern. Ich hatte erst jetzt vor ein paar Tagen, habe ich erst eine große Wartung gemacht, hatte alles zerlegt. Da war echt nichts, bis auf zwei Kugellager. War alles top. Also, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr einen Buggy sucht zum Bashen, wenn ihr es nicht unbedingt mega die Ansprüche habt jetzt oder irgendwie so firmenbezogen seid, kann ich euch den Kyosho echt nur empfehlen. Ich hatte damit immer viel Spaß, nie große Probleme. Der Ölfuß zum Beispiel hat den ja auch als Verbrenner schon seit boah, 10 Jahren oder sowas. Der hat auch nie große Probleme mit dem Auto. Also ich bin echt mega begeistert von dem Fahrzeug. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Achso, ja, und ich fahre Sensor. Also das ist ein Sensormotor und der Regler natürlich auch. Das habe ich noch vergessen. Ansonsten, ja, Dämpfer muss halt jeder selber wissen. Ich finde die so gut. Die sind nicht zu hart, nicht zu weich. Funktionieren einmal frei. Klar. 16 Minuten jetzt gequatscht. Ich würde sagen, das reicht. Würde ich meinen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ja, schaut in meine Links unten vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao.